Ja. Gut, wir starten direkt rein. Und hier im Chat, ihr könnt mir mal sagen, was ihr noch so sehen wollt, weil dann pushe ich. Also dann versuche ich das auf jeden Fall irgendwie zu bewerkstelligen. Ich weiß nicht, ob ich Fuego Elo ranhole, aber hey, wenn ich ihm so den Chatverlauf zeige und jeder sagt, mach mal, dann. Oh, okay. Auf jeden Fall schon mal fiese Juggles hier gerade von Flora. Oh, der Pfeil trifft auch nicht sein Ziel. DDD spuckt ihn einfach zurück. Oh, da wurde gerade eine Nachricht von Scouty gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, was du geschrieben hast. Aber du hast wahrscheinlich Fuego Elo geschrieben. Ja, okay. Ja, also ich werde es ihm nach dem Set ausrichten. Beziehungsweise, wenn kein anderer kommt. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch Repos gegen Onishin. Oh, da hat ein B-Reverse nicht geklappt. Setup? Nee. Oh, okay, interessant. Kein Gordo-Setup. Und trotzdem ein Kill. Gut, also. Erster Stock geht an Flora. Und da haben wir den Gordo. Ah ja, okay. Also Safari hat da auf jeden Fall ein paar Tools gegen. Oha, die Fanbase, die Fuego Elo, der Fuego Elo Kult. Ja, ich bin gespannt, wie das läuft bei ihm. Syntec ist ja in seinem Pool nicht da, aber Shoutouts an dich. Du bist hier im Stream. Oh ja, okay, wollte sie mit der mit dem Active Frames hier gerade auf jeden Fall den Kill holen. Ja, okay, ich sehe schon den Two Frame. Und wir haben in Doubles auf jeden Fall auch gesehen, dass Flora ziemlich gut einfach mit dem Inhale von DDD umgehen kann. Das war insane im 2v1. Sind gar nicht durchgekommen einfach. Ja, für den größten Fans stimmt schon. Okay, guck mal hier. Wir haben einen neuen Anhänger vom Fuego Elo Kulp. Der Hype. Aber ja, also auch verständlich. Oh, das war scary gerade. Also ist auch verständlich. Fuego Elo hat auf jeden Fall in letzter Zeit echt gute Results einfach. Und ich bin mal gespannt, wann er das erste Mal in die Top 8 kommt. Das kann nicht mal lange dauern, glaube ich. Und ja, das wäre ziemlich cool. Also ich will das auf jeden Fall sehen. Und wenn er hier jetzt nochmal eine gute Leistung bringt, dann bekommt er auch bestimmt auch bald Top 8 Seeding. Ich glaube, er hat irgendwie den 10. Seed oder sowas. Das ist ja auch schon ziemlich stark. Oh. Okay, also ein ganzer Stock-Lead hier gerade für Flora. Was sagt er eigentlich so zu dem Stream? Ist da gerade alles in Ordnung oder ist irgendwas merkwürdig? Haut da gerade gerne mal ein paar Tipps raus, falls wir noch irgendwas verbessern können. Oh, und der Upsmash sogar ein bisschen aufgeladen. Ja, also jetzt gerade wird es ein bisschen scary für Safari. Oh, und ja, es wird ein bisschen zu impatient. Smash-Angriffe werden auf jeden Fall hart gepunished von Flora. Wie wir gesehen haben, 1-0 Flora hier gerade in diesem Best of 5. Und alles perfekt, alles gut, passt. Passt, sehr gut. Alles klar, danke. Dann wissen wir das auch. Stream ist alles easy. Wir sind hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, sind gerade umgezogen. Wir sind zwar immer noch in der Werftbahnstraße 8, der Kult-Venue, aber in den Räumlichkeiten sind wir umgezogen. Und ja, also Bilder werden auf jeden Fall rauskommen. Das heißt, ihr könnt das dann auch, wenn ihr nicht da seid, gerne mal kennenlernen. Ich persönlich finde die ziemlich cool. Ja, wir haben nicht mehr nur einen großen Raum, sondern viele kleinere, die halt verbunden sind. Also nicht mit Türen, sondern einfach ein bisschen größer. Das heißt, das ist ziemlich cool. Und ein extra Raum für den Stream, die Technik passt, das Internet passt. Ja. Ja, also zu der Frage, die habe ich ja eigentlich gerade beantwortet. Läuft ziemlich gut. Ist ziemlich cool hier. Man merkt halt auch, dass da einfach Blut, Schweiß und Tränen reingekommen sind.
Und es ist halt alles perfekt gerade. Okay. So, Game Nummer 2. Bisschen zu viel gelabert. Ja, sehr aggressiv, aber auch ziemlich accurate einfach von Flora. Jetzt gerade Safaris Zeit. Flora kann halt dadurch, dass DDD mehrere Jumps hat, alles so ein bisschen slowen. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, weil Safari, hat man gegen Inkling gesehen, einfach mit einem ziemlichen Tempo Damage machen kann. Und wir sehen hier den ersten Stock mit der Back Air gerade gezogen. Echt ziemlich High-Level-Gameplay, Safari. Aggressiv! Schön, eben gerade mit der Fast-Fall-Down-Air. Richtig cool. Und ja, wir sind wieder even. Allerdings gerade guter Damage hier gerade wieder von Flora. Ja, gegen Inkling haben wir gesehen, Safari kann echt ein sehr schnelles Tempo, gute Reaction-Time, viel Damage machen. Und aber Flora nimmt einfach den Speed raus, indem sie die vielen Jumps einfach von DDD gut nutzt und auch die Landings werden auf jeden Fall gut gemixt. Haben wir eben gesehen hier mit dem Inhale. Oh. Ja, genau. Also wir bleiben erstmal hier in dieser Venue. Ihr solltet auf jeden Fall mal vorbeikommen und das Ganze auschecken. Oh, was für ein harter Up-Smash-Punish. Ja, die Smashes oder gerade der Up-Smash wird echt sehr gut genutzt von Flora. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal hier und checkt das Ganze mal aus. Wenn ihr euch ein Bild machen wollt von dem Ganzen, von der Production auch. Aber ihr könnt natürlich auch gerne hier reinschauen und oder in den Stream einfach reinschauen. Ihr könnt über die ganzen Social Media Kanäle von NIZ, über Twitter und YouTube könnt ihr euch das Ganze reinziehen und immer aktuell bleiben. Genauso wie von Kiel Gaming Port über Instagram, Twitter und hier auch auf Twitch, der Channel. Haut auf jeden Fall mal den Follow rein, wenn ihr Bock habt. Das Ganze wird immer besser. Macht auch immer mehr Spaß, muss ich sagen. Und wir sind hier in Singles Pools. Die wichtigen Matches, die entscheiden, ob First oder Second Seed. Oh, schön gepunished. Sehr schön gepunished von Safari. Sehr schnell. Aber trotzdem noch 83%. Flora sehr aggressiv mit DDD. Mehrere Jumps. Und jetzt kommen die Ledge Traps. Schön mit der Fair. Gut drauf reacted. Was kommt diesmal? Die Rolle. Aber auch die wird gepunished. Näher into Back Air. DDD ist insane scary, wenn man den Charakter nicht kennt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Safari aussieht, aber nur so grundsätzlich als Statement. Ja, wir haben auf jeden Fall Scouty. Kopfnuss und 2-0 Flora. Wir haben einige neue hier diesmal. Wir haben auch ein paar Zuschauer hier. Ich wurde tatsächlich gefragt von jemandem, den ich beim Bouldern kennengelernt habe, ob er sich das einfach mal anschauen kann. Ist dann einfach mitgekommen und hat hier eben gerade kommentiert, Sören. Er hat kein Nickname, deswegen, also den konntet ihr eben auch gerade kennenlernen. Und mega nice, dass er hier ist auf jeden Fall und bisher haben auch alle, die zum ersten Mal hier sind, soweit ich weiß, eine gute Zeit. Und die sind alle noch am Daddeln oder schauen gerade zu beim Stream. Ja, genau. Auch cool, dass ich mich mal mit dem Chat unterhalten kann. Oh, geht auch direkt in Game Nummer 3. Come on. Ja, wie spät ist es denn jetzt eigentlich gerade? 15.30 Uhr, okay, gut. Aggressiv von Flora. Und muss man einfach sagen, outdamaged Safari einfach auch echt gut. Kommt gut aus den Kombos raus und outdamaged. Und die Ledge Traps sind halt echt einfach brutal. Bekommt auch so Early Kills mit so Überraschungs-Smashes.
setzt den Upsmash einfach sehr gut ein. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Top 8. Also, ich bin sehr gespannt auf die Top 8, wie die aussieht. Es sind viele aus der Top 8, haben sich die confirmed. Viele plötzliche Krankheitsfälle. Was verständlich ist, also an meiner Arbeitsstelle ist das gerade genauso. Einfach viel Krankheit. Es ist halt, naja, es kommt die Winterzeit langsam, wir sind im Herbst. Oh, killt leider nicht hier gerade. Schön ausgewichen mit der Side B. Okay, und jetzt Ledge Trap von Safari. Oh, sehr patient von Flora, einfach stehen geblieben. Im Schild. Und Up-Tilt, was? Mit Up-Tilt kommt man durch die Side B, okay. Interessant. Also sehr viel Knowledge auch einfach bei Flora. ...163% Max Rage ist halt jetzt schon gefährlich. Aber die Back erklärt, die Gefahr ist gebannt. Beide zwei Stocks, aber im Moment ist es halt so, dass Flora einfach so viel mehr Damage macht. Okay, interessant. 28%, ja. Oh. Let's Trap, Safari geht direkt on stage, kommt damit auch kurzzeitig durch, aber jetzt in der gleichen Situation wie eben. Nee, jetzt gerade. Kann sich hinsetzen und direkt weiter. Sören ist am Start. Endlich habe ich einen Commentary-Partner. Oh, und die Up-Air killt auch direkt. Wow, direkt zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist das die stärkste Begegnung auch in Pool 3. Ja? Mhm. Wow. Ich respektiere Flora so hart dafür, dass sie so einen lustigen Charakter spielt. Auf jeden Fall. Also beide Charaktere sieht man eigentlich sehr selten. Und das sind auf jeden Fall auch Charaktere, bei denen man schnell mal über einen Charakterwechsel nachdenkt. Mhm. Es sind auch zwei von meinen Favorite-Playern aus den Doubles vorhin gewesen. Definitive Legendary Moments. Ich meine, du hast es ja selbst erlebt, du hast gegen Safari gespielt. Ja, ich habe auch gegen Flora gespielt. Flora hat uns fast im 2v1 stimmt, zerstört. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja, genau. Schöner Ausgleich. Okay, Safari kommt hier langsam wieder zurück. Macht das hier sehr schön mit dem Damage. Es geht immer noch weiter, das Momentum ist am Start. Jetzt der Gordo friert das Ganze ein bisschen ein. Verschwinden die Gordos, wenn sie die einsuckt? Nee, dann spuckt sie die wieder aus. Oder okay. DDD spuckt die wieder aus und dann sind die ein bisschen stärker, fliegen schneller. Die, ich glaube, wenn die zweimal den Boden berühren, dann verschwinden sie. Boah, sauber. Eins, oh, können wir jetzt nicht sehen. Okay. Oh, mit dem Schild. Hat das Down-Special-Schild von Pit? Dark Pit einen Nachteil gegenüber dem Regular-Shield? Vielleicht kommst du da langsamer raus. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe teilweise schon Probleme gehabt, das zu punishen. Aber ja, es reflektiert halt auch, ne? Genau, da, und das wurde viel, das hatten wir in den Doubles auch gesehen, das wurde viel gegen Snake eingesetzt, um die, oh ja, um sich vor den Explosionen zu schielen und halt safe zu approachen. Hat vielleicht noch den Nachteil, dass du es nicht ewig halten kannst. Irgendwann hört Pit damit auf. Oder Dark Pit, beide. Oh. Wow. Combo. Dodge durch den Gordo, aber dann direkt in den Hammer. Ja, okay, wenn Gordo dreimal auf dem Boden kommt, dann verschwindet er. Alles klar. Counting with Cobra. Okay, hier steht, es bricht schneller und hat Endlag, aber nicht so viel. Ah, sehr gut, guck mal. Die Nair. Sehr, ja, sehr clean. Oh, auf jeden aber Fall clean. Klar. Also, das ist ein cleanes 3-0 gewesen hier gerade von Flora. Beweist, warum sie in First Seed ist.